Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Husk mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich habe eine Schlüsselkarte. Oh, jetzt. Ah, jetzt kommen wir weiter. Ja, erstmal sieht es noch gut aus. Ich lasse sie mal auf. Wir haben ja zum Ende der letzten Folge hier Munition gefunden. Munition finden bedeutet immer, da wartet ein Monster auf uns. Irgendwo. Und wir sollen unsere Frau Ellen suchen. Da haben wir in der letzten Folge erfahren, dass wir, also der Protagonist, auch so ein kleines Monster war. Da ist was. Dass dann immer das Licht ausgehen muss, das war Medithin. Ein kleines Monster war, das seine Frau geschlagen hat. So. Oh, hier ist aber Wasser. Das ist die Sprinkleranlage. Nee, doch nicht. Hat das hat hier aber gebrannt. So sieht es jedenfalls aus. Oder es gammelt hier schon eine ganze Weile vor sich hin. Ist das eklig. So, Waffe ist aktiviert. Wie gesagt, das ist auch mal mein Schnittmarker. Aber ich habe kontrolliert, die letzte Folge scheint alles so zu sein, wie es soll. Und das ist auch immer von der Tagesform. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Mal passiert es, dass die Folgen unsynchron sind. Mal kann ich stundenlang aufnehmen und das ist alles gut. Die letzten Male war immer alles gut. Ja. Der kann mehr ab. Scheiße, jetzt haben wir... Der hat genau die Kugeln verbraucht, die wir brauchten, oder was? Ich gucke erst mal hier. Ist da noch... Da ist noch einer. Die sind aber keine neuen. Und da muss ich auch lang. Ich habe noch drei Mumpeln. Geht der weg? Der geht. Ich gucke erstmal hier. Aber hier geht's nicht weiter. Geht nur da lang. Wir werden sterben. Hier ist auch keine Munition. Nix. Ich muss warten. Bis... Jetzt kommt er her. Kommt er jetzt her? Nee. Ich mach mal das Licht aus. Was geht er da rein? Ich habe gesehen, da vorne scheint eine Tür zu sein. Ah, scheiße! Ah! Lauf, lauf, lauf! Er läuft nicht mehr. Keine Chance. Und jetzt ist die Mumpel auch noch weg. Hätte ich mal nicht geschossen. Ich weiß nicht, was das jetzt war, weswegen wir da Ärger bekamen. Hätte ich mal nicht geschossen? Ich glaube, meine Mumpel ist jetzt weg. Jetzt habe ich nur noch zwei. Ja, die können die vorübergehend betäuben. Aber wenn ich nur Zeitlupenlauf machen kann, weil ich mich erschrocken habe oder so, dann kann ich da auch nichts betäuben. Guckt, und jedes Mal ist diese Scheißwaffe aus... Nee, die drei sind noch da. Ausgestellt. Ich bin jetzt hier. Den haben wir da gerade erledigt. Ist der jetzt weg? Ich kann hier nichts machen. Also nicht zumachen. Ist hier noch irgendwas zum Lesen? Nein. Nein.
Der stand hier um die Ecke. Jetzt ist er weg. Hier bin ich ja durch und dann stand er hier. Das ist auch noch zufallsgeneriert, dass die hier sind. Bin ich nicht böse drüber? Ja, die Lampe bringt hier nicht so sehr viel, aber ja, geht noch. Ah, hier wäre ich rausgekommen. Achso. Nochmal. So. Da. Da geht wieder einer. Nein. Oh, scheiße. Wir haben ja immer noch nicht unsere Frau gefunden. Ich glaube nicht, dass ich falsch gehe. Ist ja sehr schlauchig. Der ist weg. Er speichert. Auch zu. Oh. Ich muss mal mein Mikro anders. Ich kriege da schon rein. Die Leichenhalle ist voll. Waffe geht. Wir sind wieder einmal rum. Atmosphäre. Ich weiß gar nicht, die Kritiken waren eigentlich gar nicht so doll von dem Spiel. Ich verstehe gar nicht, wieso. Ah, hier. Empty? No, that means that Anne and Ellen... Hier ist keiner. Und mehr kann ich hier auch nicht machen, ne? Oh, ich habe so ein ganz tiefes Dröhnen. Bum, bum, bum. Jetzt ist es weg. Ach, da. I've made a decision, Matt. Actually, I've made two very fucking difficult decisions. I've made them without you. Without hearing your constant drunken bullshit, how you always have it so hard, how we should always listen to you, how you want what's best for us. I had to explain your last best at work as a fucking cycling accident. Stimmt alles. I've had enough, Matt. I'm exhausted. I know somewhere deep down I still know that you didn't want this. But who you became... Doctors say that after all the time that's passed without you getting better, I can make a decision. And I think this is that moment. We've long passed the line beyond which we should have said goodbye to each other. I'm sorry, Matthew, I'm sorry. Oh my God, what am I doing? I'm begging you, Maddie, wake up. Wake up right now, I'm so very, very sorry. I loved you. Oh. 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 So viel Munition habe ich nicht. Das waren zwei zu viel. Da, so schnell konnte ich nicht. Wo hätte ich jetzt hingekonnt? An den vorbei nehme ich mal an. Und wo wache ich jetzt auf? Hä? Ich liege im Bett. I feel...
I can't move. Oh, God. Why? I haven't been here in a while. I signed the papers. Ellen? I also told Anne about our problems. About your problems. I don't know if I did the right thing, but I couldn't keep it a secret anymore. Look at me. We need to move on. Learn to live again. All I know is I haven't felt this good in a long time. We live in the suburbs now, in a small house. I work 5 days a week as an editor at a local newspaper. And after work, I come home and Anne and I talk about everything. We feel like we're best friends. We're happy. And we get by. If you can hear me, I want you to know this. Ich kann dich hören! I know Anne was everything to you. That's probably why I lasted as long as I did. I swear I'll take the best care of her. Don't worry about her. I spoke to Father Leonard recently. He told me some souls are just troubled. Some people carry wounds in their hearts so deep they can't heal. So forgive me. I wasn't able to heal mine, and you constantly made new ones in yourself and in me. I hope you can finally rest now. That you'll go to a place where you won't be haunted by your father's shadow. Sleep well, Matt. Die sind lauter Schatten. Because you were missing your whole life. Nein, ich höre dich doch. I remember only the good times. In my heart, you'll always be the boy who took me to the lighthouse and told me how wonderful it would be when we got away from there. Zum Leuchtturm. Gave me all you were able to. Thank you. Was nun? Was? Keine Munition? Krankenhaushell erleuchtet? Ich glaube, die haben die Maschinen abgeschalten. Ich glaube, da oben steht Exide. Du hast deine Chance vertan, die du hattest. Alle Chancen. Ist das so? Kann das so sein, wenn man im Wachkoma liegt? Ist bestimmt so, dass man noch alles mitbekommt. Wenn man im Wachkoma liegt und mitbekommt, dass auch die Maschinen einen auch am Leben erhalten. Ich meine, er hat ja versucht. Da ist irgendwas. Ist das hier im Fahrstuhl? Ach, das ist der Knopf. Er hat ja versucht, aufzustehen. Ich kann nur in den Fahrstuhl, ich gehe da mal rein. Oder sich zu bewegen, aber es gingen nur die Augen und das hat wohl keiner gesehen. Minus eins, wie kamen wir da jetzt wieder hin? Was kann denn jetzt noch passieren? Er ist doch... Und von wegen der Schatten seines Vaters. Der Vater, die Schatten sind allgegenwärtig. Sie laufen hier rum. Machen uns Angst. Besonders mir. Kann bestimmt heute nicht schlafen. Doch. Ah. Ist das hier im Krankenhaus? Das ist Dreck. Das ist nicht das schwarze Zeug, was hier immer rumschwirrte. Das ist einfach nur Dreck. Und am Ende ist eine gammelige Tür. Der Leuchtturm. Der Leuchtturm. Jetzt kommen wir hier wieder. Mach so. Da liegt was, da gehe ich erstmal rauf. Der Leuchtturm. Warum der Leuchtturm? Hier liegt Munition.
Was jetzt? Hä? Habe ich ihn jetzt nicht so ganz verstanden? Ich lade erstmal die Waffe nach. 3 Schuss ist nicht 4. Was schwebt da in der Luft? Ist das ein Fehler? Naja, wir waren ja beim Leuchtturm und wir sind ja dann zu diesem Grundstück gegangen. Genau. Das habe ich schon vergessen. Ja, ist auch schon ein paar Tage her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Die Welt zerbricht, zerfällt um ihn herum. Guck mal, wir sind im Auge des Tornados oder was ist das hier? Ich kann jetzt auch nur hier lang. Na, mir bleibt ja sowieso nicht viel anderes übrig, als hier lang zu gehen. Das ist eine Treppe oder sowas. Ist da ein Kopf drin? Oh! Oh, alle Mumpeln weg. Hä? Steht die wieder auf? Oh, die steht wieder auf! Ich weiß nicht wohin! Ich weiß nicht wohin! Ich kann nirgendwo hin. Geh ins Haus. Schnell! Geh doch rein! Mach zu! Ah! Oh! This is where we part. Forgive me. Wo ist sie hin? Ich gehe weiter hoch. Vielleicht finde ich noch mehr Munition. Da kommt sie nicht mit. 2 Schuss haben wir nur gefunden. Ah, hier sind noch ganz viele. Nein, nimm. Nein. Ja. Ich gehe weiter hoch. Ich gehe bis nach ganz oben. Bis es nicht mehr weitergeht. Okay. So, wir sind vorbereitet, Frau. Warum hat sie mir nichts getan, als sie hinter mir stand? Und wer soll dieser Geist da symbolisiert werden? Oder was soll der symbolisieren? Seine Frau? Sein schlechtes Gewissen? Ich interpretiere. Das ist nur eine Lampe. Wo ist sie? Ich gehe nach unten, na klar. Hier geht gar nichts. Hier kommen wir auch nicht rein. Wo ist sie? Sie wacht wieder auf. Haben wir noch mehr Munition? Nee, sieht nicht so aus. Ich finde auch keinen anderen Weg. 4 Schuss habe ich noch. Ist so ein bisschen so wie der Fischermeister. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich gehe mal hier hinten hin. Da komme ich nicht durch. Da ist sie. Geht hier Patrouille? Wo soll ich denn hin? Da oben. Herzbrecher?
ist jetzt passiert? Ich habe doch gesehen, dass da was drin ist. Jetzt wachen wir wieder auf im Krankenhaus. I don't even want to imagine what you must be feeling. I'd accepted the fact that you were gone. I'd accepted that you'd no longer be here. I was ready to bury you. I even felt happy for a moment. But no, and this is just like you. God damn you, Matthew Palmer. I don't know what to do. I don't even know what I feel. I think I'm angry. Oh, that's kind of sad. I'm angry at you for being alive. I'm angry at you for fighting for your life. I sound like... like I wish you'd die and finally leave us alone, right? Like I was hoping I'd finally be free of you. But if you really can hear me, know this, Matt, there's no going back. Even if you get up off this bed, too much time has passed. I'm not scared anymore. I don't feel guilty or responsible. I crossed you out of my life, and now you suddenly come back like some fucking ghost? Well, fuck that and fuck you! I'd really like to tell you something nice. Sorry, but I just can't. If you don't want to give up, if you are holding on to life so dearly, then fight, Matt. I don't know where that will get you, but I wish you luck. Take care. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen. War das nicht richtig, auf das Herz zu schießen? Auf das riesige? Ah, hier. Ich kann die Waffe nicht mehr nehmen. Aha, der Fahrstuhl geht nicht mehr. Der Fahrstuhl geht nicht mehr. Hier können wir durch. Einen anderen Weg. Ich kann keine Waffe nehmen. Unsere Zeit läuft ab. Was war das? 04? Es hat gespeichert. Ich kann immer noch keine Waffe nehmen. Also wenn, dann kann ich jetzt nur wegflitzen. Dann geht's nicht weiter. Wir gehen mal nach unten. Ja, hier, wir gehen nach ganz unten. Scheiße. Wie gesagt, ich lasse das jetzt laufen. Wenn das nicht zu lang wird, schneide ich. Na toll, und jetzt? Ich kann nichts machen. Hier vielleicht? Habe ich irgendwo was übersehen? Ist das creepy? Ich geh doch runter. Jetzt sieht das hier ganz anders aus. Oh. Ich habe keine Waffe mehr, also ich kann die jetzt nicht nehmen. So, also hilft nur laufen oder... Öffnen. Das ist ein Keller. Wir sind im Ort. Ich kann die Waffe immer noch nicht nehmen. Vielleicht habe ich sie auch gar nicht mehr. Hier brennt Licht. Radio macht wieder bärischen Sound. Hier ist eine Garage, ein Auto. Totale zerkratzte alte Karre. Naja. Das sieht mir aus
wie das Haus aus Darkness Anomaly von innen. Das wirkt jedenfalls so. Hier ist auch so ein Schrank, genau. Und hier geht's in die obere Etage. Hier ist auch so ein Wandschrank. Geil! Ja, das ist das Haus. Schlafzimmer. Hier ist ein Bad. Hier kommt man nicht rein. Hier ist ein Wandschrank. Oh, sag mal. Ist das Blut? Oh, was ist das für ein krankes Stück hier, das wir hier spielen? Ich habe ja schon gehört, dass es dieses Haus zu kaufen gibt. Suche meinen alten Freund, den Opa mir geschickt hat. Wir gehen da gleich rein. Ich will nur noch die anderen Zimmer. Hier ist noch ein Schlafzimmer. Das Zimmer ist aber anders eingerichtet. Bei Darkness Anomaly war da ein Kinderzimmer. Ist das die letzte Tür hier, ne? Dann machen wir sie mal auf. Eingesperrt. Also muss ich irgendwo einen Schlüssel finden. Hier komme ich nicht weiter. Die Musik ist alle. Hier hat sich wer eingesperrt. Den können wir nur uns angucken. Morgan and Miller. Also hier ist nichts. Ich gehe nochmal runter. Hier stand Help Me an der Wand. Hier liegt was. Erinnerst du dich, wo Mama und du euch getroffen habt? Ja, am Leuchtturm. Da ist auch ein Zettel. Ich nehme den ganzen Zettel auf. Einmal her. Ja, ich weiß, ich sollte mich erschrecken. Ich erinnere mich an das, was du über den Wald gesagt hast und was damit passiert ist. Hier liegt aber kein Zettel weiter. Hier noch irgendwas? Hier kommen wir nicht raus, ne? Nee. Ich guck mal hier in der Stube. Eine schöne Stube. Mit einem wunderschönen Kap. Ein Apfel. Hä? Das war vorhin aber nicht. Hier so, die Tür ist freigeräumt. Oder ist alles rübergerutscht, sagen wir mal lieber so. Hier liegen die Äpfel von Miss Libby. Guck mal, ob ich jetzt da oben rein kann. Er speichert wieder. Den Zettel kann ich nicht mal untersuchen. Mädchen, wie komme ich bei dir schon rein? Sag mal. Nicht mit dem Gürtel. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, ich müsste jetzt mit dem Gürtel rein. Liegt hier jetzt irgendwo was? Da ist was. Was ist das? Das ist unten. Hier unten ist irgendwas. Da. Ja, bloß wo? Hier. Textanzeigen. Du hast mir letztes Jahr dieses schreckliche Mixtape gegeben.
du Scheiße. Kann man das irgendwie? Jetzt liegt hier ein Zettel. Ich weiß, dass du so viel Zeit mit deinem Auto verbracht hast. Du solltest definitiv dort nachsehen. Beim Auto. Gibt's jetzt hier was? Da liegt ein Zettel. Ist das geil. Du hast Mama schrecklich oft damit geschlagen. Ja, mit dem Gürtel wahrscheinlich. Wahrscheinlich mit dem Gürtel. Ich gehe jetzt hier nochmal alles einmal ablaufen. Ob hier noch ein Zettel angezeigt wird. Das sehe ich ja jetzt erst. War das vorhin auch da? Ich nehme mal an, mit ihm hier. Da liegt ein Zettel. Was jetzt, Vater? Ja. Ein riesengroßes, schlechtes Gewissen haben. Da sitzt sie. I've had enough. Das war's, ich hab genug. When I first came to, I thought I'd gone mad. Or that I was dead. Though I didn't think death was supposed to hurt your eyes so much, I was drowning in light. It burned through the cracks of my eyelids and flooded my consciousness, burrowing into me in hot, relentless waves with one short message. Fuck me. I'm alive. No. No. I'm losing my... Nope. I'm passing out. God, I need to get up. I need to start moving. I can feel it all hanging over me. It surrounds me. Bewegen konnte ich mich. Closes me off like a giant cocoon. The weight of my sins. It's finally empty inside, though. There's only me. I have nowhere to run. I can't hide. I can't get away. I can't escape into a glass of whiskey. I can only lie here motionless and stare off into nothingness. Into the black abyss hanging over me and ready to swallow me whole. Take away everything I was. Take it. Just take it away, please. I don't want to think anymore. I don't want to feel. Because every thought hammers straight into my conscience, screaming my sins aloud. I am the monster. I'm a stranger. I've been one all my life. I ran. I tried to break out of this husk I've been shut inside for years. It dragged me down constantly, unwillingly. No, that's bullshit, Matt. Be honest, man, not unwillingly. I went down willingly and gladly. That's the truth. I don't know why I came here today. Despite it all, I wanted to see you. A few weeks ago, I just wanted to stop loving you. Believe me, I wanted to hate you. Mom explained to me that it doesn't work that way. That she doesn't know herself how she feels about you. And that all she really wants is for you to wake up. So, the decision to unplug you is kind of on hold now, I guess. They say you're showing signs of improvement. When I found out, I felt a weird pang. I'm not sure what it meant. Despite everything you did, despite all of the pain and disappointment, I can't just leave you like that. I can't turn my back. That would probably be easier, but I want to believe that people can change. I want to believe you can change. Ich
Oh. Die Tochter. Die Tochter hat zu ihm gehalten, noch immer. Ja, das ist halt das, die Kinder. Kinder haben eine ganz andere Verbindung zu den Eltern als die Eltern untereinander. Vermute ich mal ganz stark. Ja, ich habe das dann hoffentlich ein bisschen leiser gemacht zum Schluss. Ich habe schon die ganze Zeit vermutet, dass er im Krankenhaus liegt und irgendwie da, ne? Ich habe auch mal schnell genug, was Husk bedeutet. Das bedeutet übersetzt Hülse, wenn ich das jetzt richtig sehe, oder Schale. Also er hat sich gefühlt wie eine leere Hülse. Ja, der Vater hat ihn zerstört. Er hat ihn schon in seiner Jugend zerstört durch seine Art und Weise. Wer weiß, was der Vater erlebt hat als Kind. Und das ist jetzt keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung, warum er so ist, wie er war. Schade, ich hätte jetzt gern gewusst, ob er da aus dem Bett mal rauskommt. Aber das sieht wohl nicht so aus. Das scheint wohl ein Friedrich Klemme. Voice Records. Das Spiel war ja komplett in Englisch, zumindest vom Audio her. Tja. Und nun ist es vorbei. Mal gucken, ob jetzt noch was kommt, außer das Menü. Ich habe in der Mitte noch einen kleinen weißen Punkt. Unten loadet er, also der PC. Der blinkert vor sich hin. Ja. Ich würde gern wissen, was jetzt passiert. Spiel, du ziehst das Let's Play in die Länge. Hallo. Aber es lädt wie verrückt. Und pass auf, wir landen dann wieder im Startbildschirm. Nee, a very small production of population. Was? Achso, es fängt von vorne an. Ich kann neue Spiele machen. Ich kann die einzelnen Kapitel spielen. Zerfall, ja. Süße Lügen in Erwartung. Kleine gefallene Engel. Da stand so ein... Die Bilder sind... Die Grafik ist aber teilweise wirklich Reise ohne Wiederkehr, ja. Willkommen in Shivercliff. Na gut, 6 bis 8 Stunden hatte ich gelesen. Hatte ich mit einem anderen Spiel verwechselt. Das hatte nicht so viel. Das war auch nicht so teuer. 6 bis 8 Stunden haben wir auch gespielt, nehme ich mal an. Ja, spielt es selbst. Also die Atmosphäre ist schon ganz gut. Es ist zwar jetzt nicht das absolute Highlight, aber es ist ein gutes und grundsolides, ja, Horrorspiel mit einem wirklich tiefen Sinn. Und nämlich, dass man mit denen, die man liebt, nicht so umgehen soll, wie er es getan hat, dass man die, ja, lieben soll. Jeden Tag. Das muss auch jeden Tag erkämpft werden, behaupte ich mal. Und das ist schwer. Das behaupte ich auch mal. Aber irgendwie unterm Strich muss es stimmen und passen. Reibereien gibt es immer mal. Aber das darf eben nicht so ausarten wie hier. Na, genug philosophiert. Ich danke fürs Zuschauen. Ja, ich glaube, das wird eine lange Folge. Ich kriege, oder ich mache da 18 Minuten. Ich weiß es nicht, lasst euch überraschen. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Abo, Like, Kommentar, alles ist schön, freue ich mich drüber. Ne, der alte Mann macht das ja auch Spaß hier. Und nicht deswegen, aber das ist natürlich immer eine schöne Belohnung, wenn einem das so gefällt, dass er das tut. Ja. Genug gesabbelt. Ich danke nochmal. Tschüss.